So, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Josef Kauer. Ich bin einer der Mitinitiatoren der BIM-Tage Deutschland. Die BIM-Tage Deutschland finden jetzt zum dritten Male statt. Und heute haben wir den Warm-Up-Day. Das heißt, wir haben Vorrunden für Challenges der Wettbewerbe auf der Pferde der BIM-Löwen, die Green BIM Awards. Wir testen die Technik. Das Ganze ist ja ein Hybrid-Event, Online-Teilnahme und vor Ort. Und wir gehen dann auch in eine kurze Einführung vom Messekonzept heute und stellen das Prinzip der virtuellen Aussteller vor. Es gibt auch dann am Folgetag den großen Kongress in am Folgetag nicht, also am Montag dann den großen Kongress in Berlin mit einem Vorort-Event und dann Best-Practice-Beispiele am nachfolgenden Dienstag mit Building Live. Also ein Riesenprogramm mit etwa 140, über 140 Sprechern. Ich habe heute das Vergnügen, Sie bei der Warm-Up-Veranstaltung beim Auftakt durchzumoderieren und vor allem die Startup-Challenge zu koordinieren, weil wir heute die Finalisten dann auch für den kommenden Montag, die vier Teilnehmer, festlegen. Begleitet werde ich von meinem Mitgründer und Mitinitiator der BIM-Tage Deutschland, Ralf Golinski. Ralf, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Ja, schönen guten Morgen auch meinerseits. Liebes Publikum, ich sehe schon einige bekannte Gesichter, freue mich wirklich sehr, dass Sie zum Auftakt der BIM-Tage Deutschland heute den Weg hier zu unserer virtuellen Messe, zu unserem hybriden Event gefunden haben. Wie Josef schon sagte, wir haben die BIM-Tage Deutschland seinerzeit gemeinsam ins Leben gerufen. Und mein Schwerpunkt liegt vor allem darin, dass ich mich halt um das Programm, insbesondere am Montag im Allianz Forum gekümmert habe und auch für die PR- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin. Ja, und ich freue mich natürlich auch schon sehr auf die virtuellen Aussteller. Ich bin schon ganz neugierig, was die sich alles haben einfallen lassen in der Gestaltung und an Informationen und welche Teams ich dort kennenlernen werde. Ich freue mich aber auch über das Programm und auch die Pitches heute. Sie haben also auch heute gleich mehrfach gute Gelegenheit, innovative Startups kennenzulernen mit ihren Geschäftsideen und Lösungen, aber eben auch Unternehmen und Institutionen, die sich in ihren Bauprojekten, in ihren Planungen vorbildhaft eben für mehr Nachhaltigkeit und einen besseren Klimaschutz eingesetzt haben. Das Programm ist also recht vielfältig. Machen Sie unbedingt auch Gebrauch natürlich davon, die anderen Teilnehmer kennenzulernen, sich miteinander zu vernetzen und auf diese Art und Weise eben unsere virtuelle Messe ganz so zu genießen, wie wir auch reale Messen für uns ja immer wieder sehr gerne nutzen. Ja, ich selber werde dann am Nachmittag um 15 Uhr das Pitching der Nominierten für die drei Green BIM Awards einleiten, starten. Aber lieber Josef, tust jetzt du. Ich wünsche dir und uns allen heute sehr, sehr interessante Erkenntnisse und ein spannendes Programm und bin schon ganz neugierig. Danke, Ralf. Hybrid-Events haben auch das Ziel, dass das Publikum, die Zuhörer eingebunden werden. Die Zuhörer haben die Möglichkeit, digital die Hand zu heben und im Chat oder Fragen-Antworten-Bereich nach den Pitches bzw. nach den Vorträgen Fragen zu stellen, die ich dann als Moderator aufgreifen werde. Und so ist das Ganze interaktiv durch das Programm geführt werden. Wir haben als erst bedanken möchte ich mich bei Olga Ramskaya Korsakova. Olga, entschuldige, dass ich das immer noch nicht flüssig ausspreche. Von BIMSWARM, die diesen Startup, diese Warm-up-Runde heute als Schirmherr mit begleitet und vor allem auch bei Lars Plattau, der technisch das Ganze im virtuellen Konzept umgesetzt hat und uns hier auch gleich mal einführen wird.
Dann danach geht es weiter mit zwei interessanten Vorträgen. Das Ganze bei den BIM-Tagen wird ja stark auch von Experten und Vorträgen getrieben. Und in etwa einer Stunde wird es dann spannend. Dann gehen wir in die Pitches der Startups. 13 treten an und wollen über Publikumsvoting dann die vier Finalisten ermitteln für Montag dann. Gut, an der Stelle darf ich den lieben Lars bitten, mal uns das Messekonzept kurz zu erläutern. Was kann ich denn neben Zuhören alles noch in unseren BIM-Tagen im Hybridkonzept machen? Lars? Ja, genau. Hört man mich? Ich hoffe. Ja, wunderbar. Bevor ich ein paar einleitende, begrüßende Worte sage, wäre lieb, wenn du mir schon mal die Möglichkeit gibst, den Bildschirm freizugeben, dass ich gleich mal switchen kann und mich dann durchklicken, so wie wir das geplant haben. Ist erledigt. Ja, ich freue mich auch total, dabei sein zu dürfen und heiße Sie auch herzlich willkommen von unserer Seite. Wir, das ist POT Digital, wir kümmern uns um all das, was das Label sinnvolle Digitalisierung verdient und dazu gehören natürlich auch virtuelle Events verschiedener Art und ja, freuen wir uns sehr, dass wir da gemeinsame Sachen mit den BIM-Tagen dieses Jahr machen durften und mal schauen, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. Ich switch jetzt mal meinen Bildschirm und zwar in die Messe. Hat es geklappt? Kann jeder was sehen? Jawohl. Perfekt, gut. Also die meisten logischerweise haben ja jetzt schon den Weg zu uns auf die Bühne gefunden. Das heißt, die haben sich ja schon mal über die Plattform bewegt. Ich möchte so ein paar grundlegende Sachen erklären. Wir haben immer eine doppelte oder dreifache Navigation, damit auch jeder wirklich alle Messebereiche und alle Dinge, die wir so vorbereitet haben, finden können. Das heißt, wir haben hier oben eine Hauptnavigation zu den einzelnen Ausstellungsbereichen. Wir haben in dem mittleren Teil immer so interaktive, das sind meistens so Bubbles oder es können auch hier so Pfeile sein, die nennen sich Widgets im System, mit denen man navigieren kann. Da die aber nicht immer zu 100% mobil kompatibel sind, gibt es, wenn wir hier runterscrollen auf jeder Seite, auch das Gleiche immer nochmal in Form von einfachen Buttons, die dasselbe tun, nämlich zum Beispiel mich jetzt hier in die Messe, in den nächsten Bereich einzulassen. Ja, wie das auf einer echten Messe auch in der Regel so ist, gibt es einen zentralen Punkt, nennen wir ihn Lobby oder Infocounter. Den haben wir hier so weit vorbereitet, dass man einfach sieht, okay, von hier aus kann ich auch nochmal in alle Bereiche abbiegen. Wie gesagt, dasselbe kann ich hier oben mit der Navigation tun. Mit dem einzigen zusätzlichen Part, mit dem fange ich jetzt gerade mal an, was der Ralf gerade schon sagte, es geht ja auch viel um Netzwerken, Menschen kennenlernen, die richtigen Menschen treffen. Das können Sie hier tun. Da gibt es die Business Launch, die uns zu dem Online-Tool Converve führt, wo man ein ganz tolles Matchmaking hat, wo man ganz viele andere Dinge noch drumherum tun kann. Und da würde ich jeden natürlich bitten, reinzuschauen, sein Profil ein bisschen einzustellen, sodass man eben dann auch sinnvolle Matches erhält zu anderen Teilnehmern jeglicher Art. Wenn das für jemanden neu sein sollte, wovon ich einfach mal ausgehe, haben wir hier unten ein kleines Erklärvideo eingebaut. Also da gibt es ein nettes kleines Video, ist glaube ich 90 Sekunden, wo man sich einfach nochmal dieses Tool, Converve heißt es, wie gesagt, erklären lassen kann. Also vielleicht dann erst dort klicken und dann reinstarten. Ja, den Weg zu den Bühnen haben Sie schon gefunden. Das heißt, wenn wir hier klicken und sagen, wir gehen zu den Vorträgen, sehen wir heute die Bühne und die Stages, Vorträge vom 16.09. Können hier auch nochmal aufs Programm verlinken. Oder haben wir verlinkt. Das wird natürlich getauscht, dass am Ende des jeweiligen Tages, eben dann heute, der Montag dort erscheinen wird mit seinem Programm und am Ende des Montags dann natürlich der Dienstag, der Building Life Kongress und ja, soweit erstmal zu den Vorträgen. Und dann bat mich der Josef einmal schnell durch die Ausstellenden durchzunavigieren. Das tun wir auch mal an der Stelle. Es gibt hier eine Übersichtsseite, so eine Art Messekatalog. Der ist immer zufällig sortiert. Das heißt, damit da niemand zu kurz und oder zu lang kommt und der eine mit A immer oben steht, hat das System eine automatische zufällige Sortierung und die ist halt bei jedem neuen Login dann anders. Ja, da kann ich mich dann eben durchscrollen und sagen, okay, das sind
die Teilnehmer oder ich fange einfach mal oben an und starte in den ersten Stand rein und habe dann die Möglichkeit, mich quasi in der virtuellen Messehalle per Pfeilen links und rechts zu bewegen. Kann ich also auch da dann einfach drin bleiben. Ja, es gibt verschiedene Handlungselemente an den Messeständen, wie Sie jetzt auch hier schon sehen können. Es sind Videos eingebunden, wo Unternehmen über sich und ihre Produkte erzählen. Es sind Websites verlinkt, die natürlich weiterführende Informationen dann tragen. Man kann an vielen Ständen Dokumente herunterladen, Flyer, Broschüren, was halt die Ausstellenden dort eingefügt haben. Man kann immer auch Kontakt aufnehmen zu den einzelnen Unternehmen. Das würde man dann zum Beispiel auch haben, gleiches Prinzip wie vorhin, wenn wir hier einfach mal runterscrollen. Also es gibt einen unteren Teil am Stand. Und da sehen wir die ganzen Elemente eben auch nochmal. Gerade für die Handynutzer natürlich ein bisschen komfortabler. Und hier habe ich ein schönes Kontaktformular und kann dann eben auch zu den einzelnen Ausstellenden und dort hinterlegten E-Mail-Adressen Kontakt aufnehmen. Wir haben Verlinkungen eingefügt zu den Social-Profilen der Unternehmen. Es gibt unten noch so eine nette Karte, die ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Und dann klicke ich mich mal weiter durch. Es ist nicht alles an jedem Stand gleich. Das hängt eben davon ab, was die Ausstellenden sich gewünscht haben oder gesagt haben, hey, was möchten wir da gerne alles tun? Bei manchen sehen Sie zusätzliche Dinge, wie jetzt hier unten zum Beispiel einen Live-Chat. Das kann ein Text-Chat sein, so wie in dem Fall. Das kann in einzelnen Fällen aber auch eine Video-Chat-Möglichkeit sein. Wie gesagt, das ist einfach das, was die Ausstellenden sich da eingerichtet haben oder einrichten haben lassen. Ja, und dann klicke ich mich mal weiter durch bis zum Ende und ja, wäre dann noch gerne ein paar Minütchen dafür Fragen. Gibt es denn Fragen an den Lars? Ich klicke einfach mal fleißig weiter in der Zwischenzeit. Herr Lieb, wenn du gerade mal, während ich klicke, guckst im FAQ oder so, oder ob da irgendwie was kommt. Ja, genau. Ja, mache ich und habe aber noch keine Fragen. Optimal. Hier haben wir zum Beispiel mal einen Videochat mit eingebunden, genau. Also die Videochat-Möglichkeit, das muss natürlich jemand aktiv dann auch anklicken und machen wollen, logisch. Ach so, ja, vielleicht noch das ganz kurz. Wir haben auch netterweise einen eigenen Stand von uns einrichten dürfen, der dazu dient, einfach mal zu erfahren, was tut Pott Digital eigentlich, der auch aber hauptsächlich dafür da ist, wenn es wirklich mal technische Fragen oder Probleme gibt, dass man uns da auch gerne ansprechen darf. Ne? Also da gibt es auch so eine Chatbubble und da könnte man uns dann eben auch adressieren und Fragen stellen oder vorrangig, wenn es wirklich zu Problemen kommen sollte, uns da natürlich dann auch kontaktieren. Gut, ich kriege jetzt den Hinweis, dass der Chat deaktiviert ist und deswegen keine Fragen kommen. Das wird man dann jetzt gleich mal sehen. Es gibt auch diesen Fragen- und Antworten-Teil. Dafür ist es eigentlich gedacht. Genau. Dass man hier im F&A-Bereich die Fragen formuliert. Also da ist unten für jeden Teilnehmer ein F und A. Da bitte die Fragen rein. Genau, ich bin jetzt einfach mal zur Lobby zurückgekehrt. Das ist ja so der zentrale Ausgangspunkt, wie gesagt, für das virtuelle Event. Und ja, wie gesagt, wenn Fragen kommen, liebend gern. Wunderbar. Dann glaube ich, ist das Konzept des virtuellen Teils klar. Also ich lade auch ganz dringlich zu diesem Networking ein, dass man sich mal die Zeit nimmt, sich zu vernetzen. Das ist der rechte Pfeil in der Business Launch. Und durch die Aussteller heute zu bummeln, gibt es viele interessante Möglichkeiten, Informationen abzuholen und auch mit den Firmen dort zu chatten und Fragen zu stellen. Genau, ich habe es jetzt einmal aufgerufen und das wäre jetzt quasi mein Profil. Und da gibt es eben auch noch viele tolle Dinge zu entdecken, inklusive, wie gesagt, Erklärvideo vorweg, wer es gerne mag. Und ja. Danke, lieber Lars. Wichtiger Faktor, genau. Wunderbar.